Hallo und herzlich willkommen heute zu dieser Preview von dem ersten Schiff im Tech Tree des deutschen Schlachtschiffbaums. Und zwar sehen wir hier nämlich die Nassau. Hier in dem Fall Stufe 3. Sieht aus wie folgt. In dem Fall ist es noch der Startrumpf. Und wir schauen uns zuallererst mal die Module an und sehen da direkt, es gibt zwei Rümpfe, Rumpf A und Rumpf B, wobei beim Rumpf B die Flaklafetten sich erhöhen und ein wenig die Hitpoints. Wird gleich erforscht und eingebaut. Natürlich, die XP sind nicht bei 1 und auch die Kosten nicht bei 1, das ist leider bei dieser Preview noch nicht definiert, wie hoch die Kosten dafür sein werden. Und die Feuerleitanlage, damit können wir die Reichweite auf 10,1 Kilometer pushen. Auch eine bessere Maschine ist möglich, und zwar damit erhöht sich die Höchstgeschwindigkeit hier dann auf 20 Knoten. Verbesserungen sind diese hier wählbar oder alternativ auch diese. Munition und Verbrauchsmaterial dann hier wie folgt. Bevor wir uns doch auf die Zahlen, Daten und Fakten selber stürzen, gehen wir noch kurz auf das Äußere. Es gibt die Typ 1 Tarnung, die Typ 2 wie folgt, die Typ 5 gäbe es noch oder natürlich für Dublonen dann die Typ 6. Überlebensfähigkeit. Trefferpunkte 35.400 in der jetzigen Form mit dem Rumpf. Panzerung 16 bis 270. Torpedoschutz 13. Die Artillerie, wir haben 6 mal 2. Und da ist die Aufteilung besonders spannend. Wir haben vorne einen zentralen Turm, dann an den Seiten jeweils 2 und hinten dann nochmal einen. Das heißt, man kann natürlich, gerade wenn man dreht, auf den Gegner schön schnell seitlich drauf schießen. Auch natürlich das Thema Brandwahrscheinlichkeit sind 19%. Natürlich aber auch der HE-Granaten-Höchstschaden bei 3200 nicht so stark wie mit den AP-Granaten. Dauer für die 180 Grad Kehre 51,4 Sekunden, Nachladezeit 22,2. Flugabwehr, naja, sehr minimalistisch gehalten. Manövrierbarkeit, Höchstgeschwindigkeit 20 Knoten, Wendekreisradius 510 und die Ruderstellzeit bei 11,2. Die Verborgenheit, last but not least, Erkennbarkeitsreichweite zu Wasser 10,4, Erkennbarkeitsreichweite zu Luft 8,3. Ja, ich denke, damit haben wir uns jetzt mal dem Schiff gewidmet. Natürlich aber auch vielleicht hier nochmal kurz auf die Erklärung im Spiel. In Dienst gestellt 1909, Schiff in einer Serie 4 Stück, das Leitschiff der ersten Serie von Dreadnoughts der kaiserlichen Marine. Dieses Schlachtschiff war berühmt für seine verlässliche Panzerung, guten Torpedoschutz und starke Sekundärbatterie. Sie trug 283 mm Geschütze, die in vielen Aspekten größeren Kalibern, die von den anderen Marinestreitkräften eingesetzt wurden, nicht unterlegen. Gut. Jetzt haben wir es, glaube ich, komplettiert und natürlich wollen wir auch sehen, wie das Schiff sich so im Spiel verhält. Damit legen wir los und schauen mal, was wir so reißen können. Auch für das kleinste Schiff wollen wir natürlich ein wenig Geschichtsunterricht betreiben und daher schauen wir uns an, was die Nassau so zu erzählen hat. Die Nassau wurde als Ersatz für die vor der Ausmusterung stehende über 25 Jahre alte Panzerkorvette Bayern der Sachsenklasse in den Marinehaushalt eingeplant. Ebenso wie ihre Schwesterschiffe Westfalen, Rheinland und Posen, die ebenfalls veraltete Panzerkorvetten ersetzten und alle nach preußischen Provinzen benannt waren. Der Einsatz im Ersten Weltkrieg hat so ausgesehen, die SMS Nassau hat bei vielen Unternehmen der Kaiserlichen Marine in der Nordsee mitgewirkt. Höhepunkt war ihre Beteiligung an der Skagerrak-Schlacht, in der sie durch zwei Granattreffer der mittleren Artillerie und eine Kollision mit dem britischen Zerstörer HMS Spitfire beschädigt wurde. 11 Tote und 16 Verwundete waren auf dem Schiff zu beklagen. Nach dem anschließenden Werftaufenthalt zur Reparatur der Schäden war die SMS Nassau am 10. Juli wieder einsatzbereit. 1917 kam es zu einer
Matrosenmeuterei gegen die Weiterführung des Krieges unter maßgeblicher Beteiligung von Josef Goetz. Der Verbleib war dann wie folgt: Gemäß den Bedingungen des Versailler Vertrages musste die Nassau am 5. November 1919 aus der Flottenliste gestrichen und am 7. April 1920 als Reportationsschiff B an Japan ausgeliefert werden. Da die Japaner keine Verwendung für das ihnen zugesprochene Schiff hatten, verkauften sie es im Juni 1920 an eine britische Schrottfirma, die es in Dordrecht abwracken ließ. Ja, in dem Fall auch wieder hier ein Großlinienschiff. Die Kiellegung war am 22. Juli 1907, Stapellauf am 7. März 1908 und die Fertigstellung dann am 1. Oktober 1909. Die Besatzung, es gab 40 Offiziere darauf und 968 Mann. Die Baukosten haben damals betragen 37.400.000 Goldmark. Die Konstruktion hat eine Wasserverdrängung von 18.873 Tonnen bei maximal 20.535 Tonnen. Die Länge war 145 Meter lang, die Breite 26,9 Meter, der Tiefgang war 8,76 Meter und die Seitenhöhe 13,25 Meter. Wurde angetrieben von 12 Marinekessel mit Kohle- und Ölfeuerung und die hatte drei Propeller a 5 Meter Durchmesser. Ja, das ist doch alles sehr beeindruckend, aber jetzt haben wir uns das Schiff natürlich hier im Hafen zu Genüge angeschaut. Jetzt haben wir auch gehört, was es so im Ersten Weltkrieg gemacht hat. Aber wir wollen natürlich auch sehen, wie ist es im Vergleich zu den Mitbewerbern und natürlich auch, wie schlägt es im Gefecht. Also das schauen wir uns jetzt natürlich auch an. Ja, und da widmen wir uns jetzt erstmal dem Wettbewerbsvergleich mit Nassau, Kawachi und South Carolina. Und wir starten mit den Trefferpunkten 35.400 auf Seiten der Nassau, 38.700 die Kawachi und die South Carolina lediglich 31.700. Die Panzerung seht ihr rechts daneben, da kann man natürlich schon mal so ein bisschen was sehen. Sehen die Nassau, Zitadelle ist da nicht so schwer zu durchschlagen, dafür vernünftige Werte an Bug und Heck. Die Kasematte, typisch deutsch muss man sagen, am stärksten und das Deck ziemlich gleich alle miteinander. Torpedoschutz, Schadensverringerung, auch da die Nassau und Kawachi auf dem gleichen Level mit 13%. Nur die South Carolina überragt die beiden damit 19%. Ja, was sehen wir bei der Hauptbatterie? Wir haben 283 mm auf Seiten der Nassau. Die Kawachi hat dann 305 mm und die South Carolina ebenfalls. Also hier das kleinste Kaliber und von der Reichweite her minimal besser als die Kawachi, nämlich 10,1 zu 9,8. Die South Carolina macht die beiden da etwas nass mit 11,2. Die Flugabwehr wiederum bei allen gleich schlecht, aber das ist auf Tier 3 nichts Verwunderliches. 7, 7 und 8 bei der South Carolina ist jetzt nicht wirklich ausschlaggebend. Auch bei der Höchstgeschwindigkeit alle auf einem sehr ähnlichen Level. Nassau und Kawachi bei 20 Knoten, die South Carolina kommt dann kurz dahinter mit 18 Knoten. Der Wendekreisradius allerdings bei der Kawachi mit 560 Meter am höchsten und größten. Der Wendekreisradius der Nassau ist 510 und die South Carolina wendet am kürzesten bei 480 Meter. Ruderstellzeit, da ist die Nassau am längsten mit 11,2 Sekunden zu 10,7 bei Kawachi und South Carolina. Ja, Erkennbarkeit, da sehen wir, die South Carolina, die geht recht früh auf, die Kawachi und die Nassau da dann etwas später. Wir bekommen hier schon die ersten Gegner zu sehen. Da schauen wir natürlich rein. Vielleicht auch noch jetzt ein Satz zu dem Thema Hauptgeschützen gesagt. Ladezeit Nassau deutlich schneller, 22,2 Sekunden zu 3 Sekunden bei Kawachi und South Carolina. Dafür aber auch die längste Dauer für die 180 Grad Kanone, nämlich 51,4. Das macht die Kawachi in 40 und die South Carolina in 45. Die Streuung Nassau ist dabei 165 Meter recht genau, nur die Kawachi ist nochmal genau mit 154, die South Carolina dabei 172. Und jetzt kommt hier die Karlsruhe, den Hit wollen wir uns natürlich anschauen. 7 Kilometer ist eine sehr schöne Distanz für ein Schlachtschiff und sehen da die Zitadelle 9800 Schaden. Ja, HE-Schaden, die Nassau 3200 am geringsten, die Kawachi 5100 am höchsten und die South Carolina liegt im Mittelfeld mit 4,1.
Brandwahrscheinlichkeit, Nassau auch am wenigsten 19%, die Quatsche ganze 29% und die South Carolina 20%. So, Tenryu ist auch ein sehr weiches Schiff, deswegen auch hier fliegt die Zitadelle und deswegen haben wir auch den Höchstschaden gesehen, 7200 der AP-Granaten bei der Nassau. Die Kawachi und South Carolina haben da 8-1. Und vielleicht noch ein Wort zu Sekundären. Man sieht, die Nachladezeit ist die geringste. 4 Sekunden, 5 dann bei der Kawachi und 6 bei der South Carolina. Der Schaden mit 1100, der gleiche wie der South Carolina. Lediglich die Kawachi hat da 2100 und auch die Brandwahrscheinlichkeit bei der Kawachi mit 10% am besten. Nassau 7% und South Carolina lediglich nur noch 4%. Dafür kommt die Nassau mit 4 Kilometer am weitesten. Ja, das waren jetzt die harten Fakten. Und jetzt widmen wir uns wirklich dem Spiel. Sehen aber jetzt hier schon die Torpedos. Und da kann man uns gleich mal die Torpedoschadensverringerung anschauen. Denn hier trifft auf jeden Fall 2 Stück. Und dementsprechend der dicke Hit. Aber der Schaden war zwar da, aber kein Flutungsschaden. Das heißt, hier konnten wir uns die Reparatur wenigstens sparen. Jetzt ist da natürlich sehr viel an Gegner vor uns und man darf nicht vergessen, wir haben hier ein Vierergefecht, also wir sind hier ja auch Low Tier. Von dem her will ich da jetzt nicht unbedingt die Vorhut machen. Phoenix, ein sehr starkes Schiff im Sinne eines guten Spielers, aber natürlich auch, wenn treffbar, ein gutes Ziel. Wobei wir hier jetzt sehr überschaubare 1000 Schaden gemacht haben. Längle ist da offen. Hat auch unser Flugzeugträger direkt verstanden, dass er da seinen Fokus vielleicht drauf legen sollte. Gerade in dieser Tierstufe ist Low Tier zu sein eher unangenehm, da die Gegner schnell mit ihrer Reichweite nach oben kommen und wir eben nicht. Da einfach immer so ein bisschen aufpassen. Natürlich würde ich gerne mitmachen bei der Langley, aber da haben wir einfach die Feuerreichweite mit 10,1 Kilometer. Da ist halt dann einfach nicht mehr drin. Ich brauche dringend Hilfe. Tut mir leid, geht nicht. So, jetzt kann man mal wieder ein bisschen mutiger sein, mal da Richtung Gegner fahren, auch wenn da eine Wyoming kommt, die ja eine Tierstufe über uns ist, aber da muss man halt auch mal ein bisschen das Risiko suchen. Dafür fahren wir ja auch hier nicht alleine, sondern wir haben ja ein paar Schiffe um uns rum und dementsprechend sollte da doch irgendwas machbar sein. Die Wyoming kommt da immer näher, dreht aber auch langsam bei, wie man auf der Minimap sehen kann. Aber eben wirklich langsam. So. Und ist jetzt sogar hier am Rückwärtsgang dementsprechend ein wenig dahinter geschossen. Knappe 9 Kilometer. Aber der Schaden nicht so, wie man ihn vielleicht gerade in dem Augenblick gern gewünscht hätte. Hätte noch ein bisschen weiter dahinter vielleicht mich orientieren sollen. So, jetzt werde ich bewusst auch etwas langsamer, da ich jetzt hier nicht die Muße und Notwendigkeit habe, hier die allererste Person zu sein, die hier treffbar ist. Feuern Sie nicht auf Ihre Verbündeten. Und da habe ich leider die Bogart hier getroffen, war natürlich keine Absicht, deswegen auch gleich mich entschuldigt. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass sowas nicht passiert, aber wie gesagt, hat man glaube ich gut gesehen, dass das definitiv unbeabsichtigt war. Die Wyoming kommt jetzt auch wieder etwas vor. So, da ist sie nämlich.
drei Türme da gerade auf sie gerichtet. So, und jetzt gehen sie alle raus. Alle möglichen. Vorne auf den Bug. Und da sieht man, da macht auch so eine Wyoming ein bisschen schlapp, wenn da der Schuss reinkommt. Wyoming zieht sich jetzt wieder hinter die Insel zurück. Aber in dem Fall schießen wir da auch nochmal drauf. Und sind da auch nochmal 2000 Schaden. Mittlerweile der Flugzeugträger Gott sei Dank weg. Das ist sehr angenehm. Und auch wenn die Nassau ja eine sehr lange Turmdrehzeit hat, was sehr schön ist, dass wir links und rechts die Türme haben. Das heißt, der einzige Turm, der wirklich effektiv lange dreht, ist der hintere. Der braucht elendig lang, aber alle anderen, also der vordere in der Regel, ist ja immer gut auf dem Ziel drauf und die seitlichen sind dann dementsprechend schnell dabei. Also das ist dann schon von Vorteil mit der Anordnung hier, so wie sie ist. So, da kam eben vorher eine Aurora. Die würde ich da gerne so ein bisschen begrüßen. Wir sind hier daueroffen wegen den Flugzeugen, deswegen da haben wir keinen taktischen Vorteil. Ganz im Gegenteil, der Gegner weiß ganz genau, wo wir kommen und in der Regel muss man aufpassen, weil hier draußen ist so ein bisschen die Todeszone. Da kann man von eigentlich überall beschossen werden. Aber in dem Fall will ich da das Risiko einfach mal eingehen. Da ist die Kawachi. Aktuell immer noch alles mit Insel vor uns. Komme ich nicht drauf. Aurora ist da am Rückzug. So, die Kawachi zielte nicht auf uns. Und jetzt haben wir auch den einen Turm hinten. Hat sich dann mittlerweile rumgedreht. Jetzt zielt die Kawachi auf uns. Und jetzt seht ihr hier schön einen dicken Hit. Zwei Zitadellen. Das tut natürlich schon ordentlich weh. Für die Kawachi. Hat sie keine Chance gehabt. Wakatake kommt jetzt in unsere 4 Kilometer Distanz der Sekundären. Hat hier auch direkt einen Ausfall. Brennt. Oder nicht mehr. HE ist geladen. Ich bleibe jetzt hier mal stehen. Genau. Die Geschwindigkeit da dementsprechend verringert. Um es ihr da ein wenig schwerer zu machen. Und man hat gesehen, hat gut funktioniert. Jetzt werden wir aber von der Aurora da aufs Korn genommen. Jetzt habe ich natürlich die HE-Kugel noch für den Zerstörer drin, aber die hauen wir jetzt auf die Aurora mal raus und sehen ja dann auch, ja, ein Ausfall, alles drum und dran, aber der Schaden natürlich übersichtlich. 3200 maximal Höchstschaden zu 7200 ist schon auch ein Unterschied, ganz klar. Deswegen haue ich da jetzt so ein bisschen ab. Das ist mir ja einfach noch zu viel an Gegnern und zu wenig an Support seitens des Teams. Torpedos auf Backbord. So, wieder hier die Torps. Torpedos auf Backbord. Aber hier ein bisschen einbremsen und einlenken, dann geht es. Und jetzt kommt hier die Wyoming rum. Wyoming hat hier in dem Fall schön verschossen. Wir konnten sie aber super treffen. Fast 10.000 Damage wieder angebracht. Hinter mir ist wieder mal die Wakatake unterwegs. Aber auch hier wieder gut die Fahrtrichtung verändert. Jetzt seht ihr gut an meinen Türmen, dass ich da ein bisschen umgeaimt habe. Aber ich bleibe erstmal auf der Wyoming, weil das aktuell auch das schlimmere Ziel ist. Durch den Winkel aber jetzt eben einen sehr überschaubaren Schaden. Jetzt offenbare ich meine sehr einfach zu durchdringende Zitadelle. Deswegen hier auch recht hohen Schaden gedrückt bekommen. Wird natürlich jetzt gleich geheilt. Aber jetzt habe ich den Nachschuss. 5 Kilometer Distanz auf die Wyoming. Und wieder 5000 Damage. So, und jetzt kommt sie ja fast rum. Wir haben noch 3 Sekunden Nachladedauer. Kommen jetzt raus.
und wir können sie gerade eben noch so zerstören, bevor sie sich hinter die Insel rettet. So, da vorne die Karlsruhe im Fight mit den beiden hier. Die Wakatake dann da auch nochmal. Und die Svetlana. Hosho schreibe ich, dass sie jetzt auch zu mir kommen soll, weil da würde ich sie verteidigen. Aktuell die Svetlana mit 11 Kilometern nicht zu erreichen. Deswegen spulen mal etwas, aber sehen hier, wie die Hosho langsam aber sicher ihr Ende findet. Hat jetzt auch nicht in meine Richtung orientiert, sondern ist da einfach nach Norden weggefahren. Trotzdem bleiben wir aber natürlich hier auf die Svetlana drauf und kaum haben wir den ersten Schaden in ihre Richtung gegeben, fliegt auch ihre Zitadelle heraus, sozusagen. Svetlana aber nicht zu unterschätzen. Wenn die nicht so wunderschön seitlich fahren würde, hätte man es deutlich schwieriger mit ihr. Und hier gehen alle ins Wasser. So, jetzt habe ich gebrannt, gleich geheilt, um dagegen zu arbeiten. Mittlerweile auf unter 7 Kilometer die Distanz. Aber auch wenn sie hier in der Tendenz gut kamen, leider keine Zitadelle. So, die Heilung ist ausgelaufen. Aber jetzt sind wir mittlerweile auf 5 Kilometer dran. Jetzt fangen schon bald unsere Sekundären zu schießen an, aber die Salve macht sie dann auch weg. Es gibt wieder eine Zitadelle. Gut. Ich kann euch sagen, hier passiert nichts mehr. Die Runde geht so zu Ende. Daher hoffe ich, es hat euch gefallen. Die Endauswertung seht ihr natürlich am Ende. Hier mit dem kleinsten Schiff. Ich komme nicht mehr drauf. Daher bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal für euer Zusehen und würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.